So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gucken wir uns heute das Map-Design in Multiplayer-Shootern an. Und zwar fangen wir dabei am besten mal mit einem ganz klassischen Spiel an, und zwar Counter-Strike, das E-Sport-Spiel. Und zwar gucken wir uns dafür die Karte Dust 2 an. Und später nenne ich mal, warum Battlefield-Karten heutzutage nicht richtig funktionieren und was deren ihr Problem ist. Okay, gucken wir uns das zweimal an. Wir haben hier unten den Spawn der Terroristen. Wir haben hier oben den Spawn der Antiterroreinheit. Wir haben hier B, wir haben hier A. Die Terroristen haben diesen Weg, hier zu B zu gehen. Sie haben diesen Weg, hier zu A zu gehen. Und sie haben diesen Weg hier. Das splittet sich hier nochmal in zwei auf. So kommt man nochmal zu A. So kommt man nochmal zu B. So, dann gibt es immer noch so ein paar Zwischenwege, hier zum Beispiel. Oder zum Beispiel hier. Oder zum Beispiel auch dieser hier. So. Das sieht ja erstmal relativ kompliziert aus, aber wenn man sich es genau überlegt, ist der Kartenaufbau relativ einfach. Und das funktioniert auch, weil ein Gegner kann, du weißt im Prinzip, von wo er kommt. Der kann von vorne oder von hinten kommen. Mit der Waspech stehst du über drei Seiten offen, der kann auch von der Seite kommen. Aber der kann nicht noch von oben links aus der Ecke kommen und aus allen anderen Richtungen auch noch und von allen Seiten kommt irgendwas. So, dann kommen wir mal zu einer Battlefield-Karte aus Battlefield 3, die ich richtig liebe. Und zwar großer Basar. Da haben wir hier oben einmal den US-Spawn, wir haben unten den Russen-Spawn und die ist fast genauso aufgebaut. Es gibt einmal den Weg hier rum. Es gibt den Weg hier rum. So, das sieht ja erstmal sehr primitiv aus. Es gibt den langen Mittelgang. Der führt einmal komplett durch. Wir haben hier einen etwas größeren Platz bei C und einen etwas größeren Platz bei A. Das ist übrigens die Conquest-Variante mit 64 Spielern. So, wir können einmal hier durchgehen. So. Nee, da kann man ja sowieso durch. Das ist ja der öffentliche Platz. Man kann einmal hier durchgehen. So. Man kann auch hier durchgehen. Das ist dieser typische große Basar. So, dann gibt es einmal diesen Weg hier. Der wird hier nochmal aufgesplittet. Und den gibt es im Prinzip genauso auch auf dieser Seite. So. Und jetzt sieht man, im Prinzip ist die Map komplett einmal gespiegelt. Und das Interessante ist aber, beim Spielen fällt einem das gar nicht auf, weil die überhaupt nicht so aussieht. Aber dadurch hat man diese extreme Chancengleichheit und dadurch gewinnt auf dieser Karte wirklich das bessere Team. So. Jetzt gucken wir uns mal eine Domination-Karte aus Battlefield 4 an. So. Und Domination geht noch, ne? Weil Domination ist ja noch klein, im Gegensatz zu Conquest, das ist ja noch mehr Chaos. So. Gucken wir uns das mal hier an. Wir haben hier den Spawn der einen und hier der anderen, ne? So. Die haben einmal den Weg über C hier in das Gebäude zu kommen. So, das Gebäude hat in ein paar verschiedene Wege. Auf dieser Seite so ähnlich. Wir haben auch hier drin ein paar verschiedene Wege, so. Dann gibt es die Außenwege. Dann kann man einmal hier lang und einmal hier oben lang. Man sieht zwei parallele Wege. So. Auf dieser Seite kommt man auch noch lang. Und dann kommt man im Prinzip so zu B. Kommt auch hier durch. Kannst aber auch von hier hinten kommen. So. Dann kommst du aber jetzt zum Beispiel hier nicht durch. So. Jetzt kommen wir zum Problem. Das Problem ist, dass man vom Haus aus das hier alles kontrollieren kann. Das bedeutet, im Prinzip hat man, wenn man das Haus kontrolliert, C und B sicher. Das bedeutet, die Karte ist schlecht gebalanced. Das gleiche gilt für Siege of Shanghai. Es sieht erstmal ganz normal aus. Hier oben die einen, hier unten die anderen. So. Und die kommen über einmal den Außenweg und über den anderen Außenweg. So, dann kommen die hier durch. Sieht hier drin irgendwie so aus. Und über hier. So. Dann gibt es hier drinnen noch. Du kannst auch noch hier drinnen irgendwo. Das Problem ist jetzt das Dach. Vom Dach aus kannst du alles kontrollieren. Es endet irgendwo hier. Das kannst du halt nicht mehr kontrollieren. Also im Prinzip
kannst du das hier alles kontrollieren. Und das ist das Problem der Karte. Das ist schon wieder C und B sicher. So, jetzt gucken wir uns nochmal Grand Bazaar an. Das hatte ja auch Teile, die etwas höher lagen. Zwar einmal hier konntest du auf die Dächer gehen. Dann gab es hier diese etwas höher gelegenen Gebäude. Aber die waren im Prinzip nur dafür da, um den Platz einzusehen. Die Brücke übrigens auch. Gab halt nochmal die zwei Brücken. Mit der Brücke konntest du eigentlich im Prinzip gar nichts anfangen. Die war im Prinzip fast nur aussehen. So. Es war im Prinzip nur, um die beiden großen Plätze besser halten zu können. So, aber der Rest der Karte war geschlossen. Das Interessante an der Karte ist auch noch, die Fahrzeuge haben sich hier irgendwo eigentlich nur außenrum gebettelt, weil die in den Infanteriebereich gar nicht reinkamen. So, jetzt haben wir hier eine pure Domination-Karte. Jetzt überlegt mal, im Conquest kämpfen im Prinzip ja hier überall nur Fahrzeuge. Und was hat die Infanterie? Die hat hier so ein, zwei Wege und ein Dach, von dem sie aus die gesamte Karte im Prinzip einsehen können. Was wirklich den Battlefield 4 Karten fehlt, das ist, dass sie ein bisschen geschlossener sind. Die sind viel zu offen. Das ist das Problem an den Karten, was die Battlefield 3 Karten und die Counter-Strike Karten zum Beispiel auszeichnet, ist ihre extreme Engheit. Es gibt nur die wenigen Wege. Das Problem in Battlefield 4 ist, es kann von allen Seiten kommen. Das hast du in Battlefield 3 auch bei ziemlich vielen Karten. Außer bei Grand Bazaar und bei Metro im Prinzip, weil die geschlossen sind. Und das ist wirklich der Vorteil an diesen Karten. Und ja, das war im Prinzip jetzt mein Fazit. Die Inspiration zu diesem Video hatte ich übrigens von Level Cap Gaming. Könnt ihr auch mal bei dem vorbeigucken, das ist ein englischsprachiger YouTuber. Und ich verabschiede mich dafür von diesem Video. Bis dahin. Tschüss.